Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Kapitel der Hermione Fanfiction Draco Malfoy und die demütigende Tortur des Verliebtseins. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich, weil in den nächsten Kapiteln wird das Ganze ein wenig abenteuerlicher und ich freue mich da die ganze Zeit schon drauf. Ich wünsche euch also ganz viel Spaß beim Anhören. Wir fangen an mit der unfassbar schönen Grafik von Where's the Pixie Dust, die ich euch eingeblendet habe. Draco sah Granger erst Mitte Juni wieder. Sie betrat ihr Labor im Trinity College genau in dem Moment, in dem er gerade dabei war, ihre Schutzzauber zu erneuern. Sie wirkte gehetzt und war genauso verschwitzt wie er selbst. Du hinkst, bemerkte Granger, während sie mit wehenden Heilerroben an ihm vorbeieilte. Scharfsinnig. Klatscher? Manticore. Das ließ sie innehalten. Sie drehte sich mit einem Anflug von professioneller Besorgnis zu ihm herum. Hast du das von irgendjemandem ansehen lassen? Natürlich. Von wem? Heiler Parnell. Er ist wunderbar. Exzellent. Tschüss. Mit diesen Worten schloss Granger sich in ihrem Büro ein. Draco wäre wegen dieses anmaßenden Umgangs mit seinem geschätzten Selbst vielleicht gekränkt gewesen, wenn er nicht diese gewisse gedankliche Abwesenheit in Grangers Augen bemerkt hätte. Nämlich denselben tranceähnlichen, grüblerischen Blick, den sie vermutlich auch aufsetzte, wenn sie gerade dabei war, ein bedeutendes Problem, wie beispielsweise den Welthunger, zu lösen. Unter dem Vorwand, die innenliegenden Abwehrzauber noch einmal überprüfen zu müssen, schlenderte Draco zurück in das eigentliche Labor. Wie immer war es makellos sauber. Es kam ihm allerdings so vor, als wären diesmal sogar noch mehr Sanitat im Fläschchen vorhanden als bei seinem letzten Besuch. Außerdem waren einige neue Heiltränke unterschiedlicher Stärke hinzugekommen, die nun in kleinen Krüppchen auf den Arbeitsflächen standen. Zu seinem Verdruss entdeckte er allerdings abermals keine einzige schriftliche Notiz oder irgendeinen anderen Hinweis auf Grangers Forschung. Er beugte sich über eine Ansammlung winziger Phiolen und versuchte zu erkennen, ob eine von ihnen die Wasserprobe der grünen Quelle, die Beltane-Asche oder die mysteriöse Substanz, die Granger an Ostara gesammelt hatte, enthielt. Doch er wurde dabei von ihr unterbrochen, indem sie ihren Kopf durch die Bürotür streckte. Du wirst dort nichts Interessantes finden, informierte Granger ihn, als sie ihn beim Herumschnüffeln erwischte. Ich muss unbedingt lernen, wie man deine Computer bedient, seufzte Draco und legte nachdenklich eine Hand an sein Kinn. Das würde helfen, ja. Bring es mir bei, forderte Draco. Er hatte eigentlich erwartet, dass Granger diese Gelegenheit begeistert beim Schopfe packen würde, doch er wurde bitter enttäuscht. Nein? Aus strategischen Gründen ist es mir lieber, wenn du weiterhin nutzlos bleibst. Ziemlich knauserig von dir, Ich weiß. erwiderte Granger. Übrigens, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Meine Antwort lautet ebenfalls nein, entgegnete Draco sofort. Brillant! fauchte Granger. Dann wäre das geklärt. Sie zog ihren Kopf zurück in ihr Büro und ließ die Tür wieder ins Schloss krachen. Was wäre geklärt? Rief Draco durch die geschlossene Tür. Nichts! brüllte Granger aus dem Inneren des Raums. Sag es mir. Hat es etwas mit der Sonnenwende zu tun, die bevorsteht? Litha? Du hast gesagt, du willst mir nicht helfen. Ich komme jetzt rein, warnte Draco sie vor. Auf gar keinen Fall! Ich bin halbnackt! Lügnerin! Es ist die Wahrheit! Ich ziehe mich gerade um! Grangers Stimme klang nun tatsächlich leicht gedämpft. Draco hielt inne. Das passt dir jetzt gerade so richtig gut in den Kram, oder? Gib mir nur eine Scheißminute! Draco gab ihr die Scheißminute. Draco zog die Tür wieder auf und lehnte sich in den Rahmen. Sie wurde begleitet von dem kalten Luftzug einiger kühlender Zauber und einem überraschend verführerischen Hauch von Antiseptikum und frischem Schweiß. Ihr Haar hatte sie zu einem zerzausten Dutt gebunden und ihre Heilerrobe durch Muggelkleidung ersetzt. Du bist immer noch halbnackt, merkte Draco an, nachdem er ihre Shorts und das tief ausgeschnittene Oberteil, das allerdings weiterhin langärmlich war, gemustert hatte. Ich bitte dich, das ist ganz normale Kleidung für so einen verdammt heißen Tag. Sind alle Zauberer insgeheim Nonnen oder trifft das nur auf dich zu?
In Dracos Augen war das ein heftiger Angriff auf seine Männlichkeit und er zog es ernsthaft in Erwägung, Granger anzubieten, ihr hier und jetzt zu zeigen, wie sehr er keine Nonne war. Das Einzige, was ihn daran hinderte, war die Tatsache, dass ihm keine Formulierung einfallen wollte, die sowohl männlich klang als auch seine Zeugungskraft bewies. »Hast du deine Meinung geändert, was den Gefallen betrifft?«, fragte Granger und machte ihm Platz, damit er das Büro betreten konnte. Draco ließ sich auf den üblichen Stuhl vor ihrem Schreibtisch fallen und nahm eine großmütige Pose an. »Ich habe beschlossen, dich wenigstens anzuhören.« »Oh, vielen Dank, dass du dich meiner erbarmst.« Draco deutete mit einer royalen Handbewegung an, dass sie fortfahren durfte. Nebenbei bemerkt, hatte er keine Schwierigkeiten, sich auf ihr Gesicht zu konzentrieren, und ihr tiefer Ausschnitt lenkte ihn auch kein Stück ab. »Ich frage dich nur deshalb, weil ich weiß, dass du korrupt bist und keinerlei ethische Standards besitzt«, begann Granger. »Ich würde keinen anderen Auror um das bitten, worum ich dich gleich bitten werde.« »Starke Einleitung«, befand Draco. »Ich fühle mich geschmeichelt. Weiter.« »Wie stehst du zu Diebstählen?« »Bin dabei«, sagte Draco prompt. »Du weißt doch noch nicht einmal, was wir stehlen werden.« »Nun, was ist es?« »Was wäre, wenn es sich, rein hypothetisch natürlich, um ein wertvolles Relikt von entscheidender religiöser Bedeutung handeln würde?« »Wann tun wir es?« »Hast du irgendwelche Pläne für die Sonnenwende?«, fragte Granger. »Ja, ich bin mit einer überraschend ungezogenen Heilerin für den Diebstahl eines religiösen Artefakts verabredet«, verkündete Draco und rieb sich die Hände. »Und du?« Ganz kurz huschte ein erfreuter Ausdruck über Grangers Gesicht, doch sie hatte sich schnell wieder im Griff. »Ich habe Pläne mit einem moralisch ruinierten Auror.« »Er klingt nach einem guten Fang.« »Ich beginne langsam zu glauben, dass er tatsächlich einer sein könnte«, erwiderte Granger mit zuckenden Lippen. Das unterdrückte Lachen ließ ihre Augen funkeln. »Jetzt sag mir, was du stehlen willst.« »Versprichst du mir denn, dass du mich nicht bei den Behörden anschwärst?« »Ich bin die Behörde, Granger.« »Gut.« Granger verkrampfte ihre Hände nervös in ihrem Schoß. »Ich muss einen Teil von einem Schädel stehlen.« »Einem Schädel?« »Ja.« »Menschlich?« »Ja.« Granger wartete gespannt auf Dracos Reaktion. Er machte sich einen Spaß daraus und ließ sie ein wenig zappeln, indem er sie volle 20 Sekunden ausdruckslos anstarrte. Sie hielt derweil sogar den Atem an. »Teuflisch, Granger.« Granger atmete lang aus. »Ist der fragliche Mensch schon tot oder noch lebendig?«, wollte Draco wissen. Sie setzte eine empörte Miene auf. »Natürlich tot!« »Dir traue ich alles zu. Um wessen Schädel geht es?« »Um den von Maria Magdalena.« Granger hielt wieder die Luft an. »Was?« »Ich sagte doch, dass es ein Artefakt von religiöser Bedeutung ist«, verteidigte sich Granger rass und biss sich auf die Unterlippe. »Ist sie den Muggeln nicht unheimlich wichtig? Den Christen? Wo wird der Schädel denn aufbewahrt? Werden wir etwa den Vatikan überfallen?« »Nun, das ist die gute Nachricht, denke ich. Ihr Schädel liegt in einem Reliquienschrein, in einer Krypta. Und diese Krypta befindet sich in einem beschaulichen kleinen Kloster in Südfrankreich.« »Und was ist die schlechte Nachricht?« »Naja, wo wir gerade bei Nonnen waren, dieses Kloster wird von den Benediktinerinnen des Heiligen Herzens geführt.« »Na und?« »Sie sind Hexen.« »Ah«, machte Draco und lehnte sich zurück. »Sie leben seit Jahrhunderten unter dem Deckmantel eines religiösen Ordens, um der Verfolgung zu entgehen. Sie beschützten die Magdalena, als sie damals aus dem Heiligen Land floh. Sie zu bestehlen wird wohl ein wenig komplizierter werden, als einfach in ein Kloster zu apparieren und ihre heißgeliebte Reliquie mitgehen zu lassen.« »Ich nehme an, du hast einen Plan?« Draco hob eine Augenbraue. Granger wirkte in Anbetracht der Tatsache, dass er diese Frage überhaupt stellte, zutiefst gekränkt. »Natürlich! Mein Plan hat so wenig Spielraum wie möglich, was unerwartete Zwischenfälle betrifft, und beginnt mit einer simplen Kontaktaufnahme. Dein Beitrag als Auror wäre übrigens sehr willkommen.« »Mehr Details, bitte.«
Das Kloster ist für Besucher geöffnet und ein beliebtes Ausflugsziel für die Muggel, die in der Gegend Urlaub machen. Und wir werden frisch verheiratete Muggel mimen. Müssen wir dabei etwa schusselig wirken? In dem Fall wird es mir nämlich ziemlich schwer fallen, in meiner Rolle zu bleiben. Ja, müssen wir. Unsere Wanderung wird nämlich, wir Dummerchen, wir sind ja sowas von schusselig, mit der Midsommerfeier der Benediktinerinnen zusammenfallen. Und wir müssen wirklich so tun, als wären wir frisch verheiratet. Wir verabscheuen uns doch. Ich weiß, aber ja. Falls die Nonnen versuchen sollten, uns aufgrund der Midsommerferien den Zutritt zu verwehren, was sie wahrscheinlich nicht tun, aber nur für den Fall, dann werden wir ihnen einfach erzählen, dass der Besuch ihres Klosters der Höhepunkt unserer Flitterwochen werden sollte und diese Pilgerfahrt unser Eheversprechen war. Dass wir nur einmal ganz kurz die Magdalena anbeten wollen und sie doch bitte, bitte eine Ausnahme machen sollen. Vielleicht werde ich sogar weinen. Du kannst auch weinen, wenn du willst. Und dann lassen sie uns arme Idioten hoffentlich unter minimalen Sicherheitsvorkehrungen hinein. Und falls nicht, fragte Draco skeptisch. Dann wären sie herzlose Biester. Und das würde wiederum bedeuten, dass ich nicht davor zurückschrecken werde, sie zu schocken, um in das Kloster zu gelangen. Siehst du, das ist das Problem mit der Moral. Ich hätte die Schockzauber direkt ausgepackt. Nun ja, ich habe einen etwas ausgeprägteren Sinn für Ethik als du. Also möchte ich, dass wir es in gewisser Weise wenigstens verdient haben, falls ich darauf zurückgreifen muss. Nur leicht ausgeprägter, wohlgemerkt. Ich kann nicht von mir behaupten, noble Absichten zu haben. Immerhin habe ich vor, ein unbezahlbares Artefakt zu beschädigen. Aber es ist für einen sehr guten Zweck. Macht es das wieder wett? Wie auch immer. Am Vormittag werden die meisten Schwestern unten im Dorf sein. Dort gibt es eine Basilika, in der sie sich mit den Stadtbewohnern versammeln, um eine Sonnenwendmesse abzuhalten. Es wird nur eine Art Notmannschaft im Kloster zurückbleiben. Und dann sind da natürlich noch die Schutzzauber, die diese Hexen angebracht haben, um den Schädel und ihre anderen Relikte zu schützen. Sie beschützen diese unbezahlbare Reliquie seit Hunderten von Jahren. Ein paar eingestaubte Katzenjammerzauber werden sie wohl parat haben, da bin ich mir sicher. Lächerlich. Geradezu ein Kinderspiel. Genau deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn du mitkommst, erklärte Granger. Meine Kenntnisse, was Verteidigungszauber angeht, sind passabel, aber deine stellen sie um Längen in den Schatten. Für den Fall, dass während unserer unschuldigen, schusseligen Tour durch das Kloster irgendetwas schief geht, habe ich noch ein paar, Ablenkungen vorbereitet. Ablenkungen? Granger schwang ihren Zauberstab und eine leuchtende Rune erwachte zwischen ihnen zum Leben. Sie schnippte mit dem Stab und zeigte ihm noch zwei oder drei weitere. Jede von ihnen enthielt den drastischen Runenlaut Kinnatz. Feuer. Brandsätze. In einem Kloster. Granger biss sich verlegen auf die Lippe. Ja? Du bist ja eine richtige Bedrohung, Granger. Zu meiner Verteidigung. Ich habe sie modifiziert. Die Brände werden viel schlimmer aussehen, als sie in Wahrheit sind. Sie werden den Schwestern jedoch echte Probleme beim Löschen bereiten, denn ich habe brennbare Metalle integriert. Das weckte den Alchemisten in Draco zum Leben. Welche Metalle? Magnesium, Lithium, Kalium. Ein Aquamenti würde also nichts ausrichten, erkannte Draco. Sie müssten ein Trockenlöschmittel besorgen. Genau. Bis sie das herausgefunden haben, sind wir längst über alle Berge. Ich habe jeder Explosion eine periphere Grenze gesetzt. Das bedeutet, die Brände werden riesig aussehen, aber der tatsächliche Schaden wird sich lediglich auf etwa einen Quadratmeter beschränken. Was ist mit Verkleidungen? Fuhr Draco mit seiner Fragerunde fort. Granger wirkte hin und her gerissen. Deine überlasse ich dir. Ich selbst wollte ein paar einfache Klimmerzauber benutzen. Während der 2 Jahre, die ich in Frankreich studiert habe, wurde ich nur ein einziges Mal von einem englischen Kommilitonen erkannt. Ich bezweifle, dass sich ausgerechnet die Nonnen im abgelegensten Kloster des Landes über Hermine Grangers neuesten Look auf dem Laufenden halten. Ergibt Sinn. Wir werden uns also durch das Kloster schusseln, je nach Bedarf schocken oder oblivieren, ich hoffe natürlich überhaupt nicht, und dann werde ich bestenfalls ein Fragment des Schädels entnehmen, das so winzig ist, dass sie nicht einmal merken werden, dass es überhaupt fehlt. Und dann disapparieren wir einfach? Diesbezüglich ist das ganze Gebiet leider gesichert. Granger verzog das Gesicht.
Darum geben wir uns auch als Muggelwanderer aus. Wir müssen bis zum Rand der Antideseparationszone zurücklaufen. Wie wär's mit einem Portschlüssel? Zu nachverfolgbar. Es sei denn, du hast mittlerweile den Portschlüssel repariert, den du in dem Ring verstecken wolltest? Noch nicht, seufzte Draco. Dieser Zauber ist ein richtiger Scheißkerl. Es hat einen Grund, warum eine ganze Abteilung im Ministerium für Portus-Experten reserviert ist. Verflucht! Was ist mit Besen? Granger reagierte auf diesen äußerst intelligenten Vorschlag seinerseits mit so viel Dankbarkeit und Freude, wie man es sich nur hätte wünschen können. Nämlich mit gar keiner. Warum müssen es bei dir immer Besen sein? Knurrte sie entnervt. Weil sie verdammt nützlich sind und es damit viel schneller geht, anstatt zuerst den ganzen Weg zurückzulaufen, bevor wir endlich disapparieren können. Es sei denn, du bist insgeheim ein Bergziegen-Animagus. Aber wie sollen wir die Besen transportieren? Wir müssten sie während der gesamten Wanderung irgendwie verstecken. Könntest du sie in deine Tasche quetschen, wenn du einen deiner geliebten Ausdehnungszauber benutzt? Vermutlich ja, überlegte Granger stirnrunzelnd. Aber angesichts der merkwürdigen Form wahrscheinlich nur einen. Dann ist das gebongt. Wir desillusionieren uns und fliegen raus. Ich habe schon hunderte Male einen Besen benutzt, um einer brenzlichen Situation zu entkommen. Sobald wir weit genug oben sind, können sie uns nicht mehr sehen. Wir wären schon meilenweit entfernt, bevor sie überhaupt ihre eigenen Besen herbeigerufen hätten. Granger seufzte. Na schön, dann fliegen wir eben, bis wir die Antideseparationsgrenzen hinter uns gelassen haben. Aber dann desseparieren wir. Und zwar auch nur für den Fall, dass wir irgendeinen Alarmzauber auslösen oder sie uns direkt beim Schädel erwischen und uns daher verfolgen. Ansonsten nehmen wir denselben Weg zurück, auf dem wir auch hineingekommen sind. Ich werde einen meiner Rennbesen nehmen, frohlockte Draco, der bei der Aussicht darauf schon den Anflug eines Nervenkitzels verspürte. Ich kann einen zweiten Sitz anbringen. Granger hingegen wirkte leicht gereizt. Ein Rennbesen. Wie wunderbar. Es geht immerhin darum, schnell zu sein. Sollen wir vorsorglich eine deiner Streberanalysen durchführen? Schon gut. Mir ist klar, dass es eine gute Idee ist, gab Granger seufzend zu, schmollte aber dennoch. Das muss mir ja nicht gefallen. Sehr gut. Wann soll ich mit meinem Besen vorbeikommen, damit wir ihn in deiner Tasche versenken können? Wir müssen immerhin vorher testen, ob der ganze Schaft in die kleine Spalte, die du mir anbietest, auch wirklich hineinpasst. Ausdehnungszauber hin oder her. Granger versuchte tapfer, eine ernste Miene aufrechtzuerhalten. Was? Fragte Draco mit unbewegtem Gesicht. Granger konnte es nicht mehr verhindern und stieß ein zurückgehaltenes Kichern aus. Warum musstest du das so umschreiben? Dracos Pokerface war makellos. Wie umschreiben? Mit einem dermaßen schrecklichen Euphemismus für... vergiss es! Schrecklicher Euphemismus wofür, Granger? Ich sagte, vergiss es! Draco ließ von ihr ab und grinste. Also, wer kichert jetzt über Penisse? Granger, die schließlich verstand, dass er sie nur verarscht hatte, warf ihm einen finsteren Blick zu. Wenigstens verschlucke ich mich dabei nicht an meinem Omelett. Zu würgen, während man sich den Mund mit dem Frühstück der Eichel vollstopft, ist quasi der Einstieg ins Erwachsenenleben. Granger konnte das Pusten, das nun aus ihr hervorbrach, nicht mehr unterdrücken. Hör auf! Wenn wir jetzt für einen Moment aufhören könnten, über Penisse zu reden. Ich rede nicht von Penissen. Du bist derjenige, der das tut. Ich rede lediglich von Besenstielen und einem schottischen Pub mit einem seltsamen Namen. Ich bin absolut unschuldig. Nein, du bist unerträglich. Granger presste die Fingerspitzen an ihre Schläfen. Okay, konzentrieren wir uns. Ich muss heute noch genug andere Dinge erledigen. Was für Dinge? Dinge eben, winkte Granger ab. Was uns beide betrifft, wir reisen nächsten Freitag ab. Ich schicke dir die Details über den Schreiber, aber kurz gesagt, wir werden nach Aix-en-Provence flohen. Ich fahre uns dann mit dem Auto nach Saint-Maximin, damit wir dort wie waschechte Muggel ankommen. Alles klar. Und behalte diese kleine Eskapade für dich, fügte Granger warnend hinzu. Nein, schnarrte Draco sarkastisch.
Mir steht eher der Sinn danach, eine fette Anzeige im Propheten zu schalten. Ich möchte einfach nicht, dass die Leute Fragen stellen. Draco formte mit seinen Händen eine imaginäre Schlagzeile in der Luft. Attraktive Auror akzeptiert Einladungen von hysterischer Heilerin nach Frankreich. Hysterisch? Schnaubte Granger in einem äußerst hysterischen Anfall. Oder herrisch. Würdest du das bevorzugen? Ich würde gern die Alliteration beibehalten. Grangers Nasenflügel bebten. Ich würde es bevorzugen, dass wir dieses Gespräch jetzt verdammt nochmal zu Ende bringen. Hitzige Heilerin, schlug Draco großzügig vor. Granger presste die Lippen aufeinander. Da er es nicht riskieren wollte, dass sie ihm die Eier verhexte, stand Draco auf, um das Büro zu verlassen. Frostige Forscherin, rief er über seine Schulter. Pikierte Professorin? Es lag etwas entzückend Mörderisches in der Art, wie sie das Malfoy ausspuckte, während er sich auf den Weg zur Tür machte. Als Draco den Fuß der Treppe von King's Hall erreicht hatte und sich somit außerhalb von Grangers Verhexungsreichweite befand, holte er seine Kopie ihres Kalenders hervor und suchte nach Hinweisen auf die Dinge, die sie heute scheinbar noch erledigen musste. Es handelte sich um eine Verabredung in einem italienischen Restaurant in etwa einer Stunde. Der oder die Teilnehmer waren nicht näher bezeichnet. Draco stopfte ihren Kalender zurück in seine Tasche. Er hatte den leisen Verdacht, dass Granger ein Date hatte. Und es kümmerte ihn überhaupt nicht. Es verärgerte ihn auch sicherlich nicht, denn dafür gab es immerhin gar keinen Grund. In einem Anflug von, nun, er würde es Vorsicht nennen, schickte er Zabini eine Nachricht über seinen Schreiber und fragte ihn, ob er am heutigen Abend schon irgendwelche Pläne hatte. Zabini verneinte, teilte Draco aber mit, dass er sich durchaus freuen würde, welche zu haben. Ob sie sich im Makassar treffen sollten? Draco schickte ihm seine Zustimmung. Theo war auch eingeladen und lud wiederum Pansy ein, die natürlich ihren Longbottom-Knallkopf von einem Ehemann mitbrachte, der schließlich Macmillan einlud, der mit sogar 3 Ministeriumskollegen eintrudelte. Und am Ende war es tatsächlich ein ziemlich guter Abend. Eine von Macmillans Junioren war eine Hexe, mit der Draco im Laufe der Jahre bereits einige Male geschlafen hatte. Sie schenkte ihm den ganzen Abend ihre liebevollen Aufmerksamkeiten und er nahm alle davon teilnahmlos hin. Die Berührungen an seinem Oberschenkel, das Streicheln an seinem Arm, ihre geflüsterten Komplimente. Als sie ihm irgendwann in den dunklen Korridor folgte, der zu den Toiletten führte, stellte er fest, dass er sie kein weiteres Mal wollte. Er kehrte unbekümmert zu den anderen zurück und wurde, aufgrund der gekränkt wirkenden Hexe in seinem Rücken, von Zabini und Ernie mit 2 Paar hochgezogenen Augenbrauen belohnt. Wie auch immer. Als er den Kopf in den Nacken legte und seinen Feuerwhisky auf Ex trank, kam er zu dem Schluss, dass er wohl zumindest beruhigt sein konnte, dass es nicht der verdammte Zabini war, an den Granger sich in dieser Nacht schmiegte. Die Reise von London nach Frankreich verlief so reibungslos, wie man es sich nur wünschen konnte. Draco traf Granger bei einem der internationalen Flohnetzwerkanschlüsse in London. Nachdem sie sich äußerst zufrieden über die Auswahl seiner Muggelkleidung für ihren bevorstehenden Urlaub geäußert hatte, »Sehr fesch, wirklich. Du siehst aus, als wärst du der stolze Besitzer einer Yacht«, traten sie schließlich ins Feuer. Dann, nach einem langen, 3-minütigen Wirbel durch das Flohnetzwerk, der Granger grün im Gesicht werden ließ, fanden sie sich im Herzen des Tournesol in Aix-en-Provence wieder. Ab dort übernahm Granger. Sie navigierte sie zu einer Autovermietung und fuhr schließlich die 40 Kilometer in die charmante Küstenstadt Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Ihr Gepäck war im Kofferraum verstaut, die Snacks lagen auf dem Rücksitz und die Stereoanlage spielte tatsächlich etwas, das ausnahmsweise keine österreichische Volksmusik war. Draco empfand die Fahrt durch die mit Olivenhainen, Weinbergen und alten Ruinen übersäten Hügelkuppen insgesamt als sehr angenehm. Vielleicht hatten malerische Muggelrouten wie diese einer unmittelbaren Apparition doch etwas entgegenzusetzen.
Das Bild ist Moustier Sainte-Marie, eine typische Provence-Szenerie. Foto AP. Granger für ihren Teil war gleichermaßen nervös wie energiegeladen, was sich hauptsächlich durch eine ganze Flut an informativem Geplapper sowie einem ziemlich rasanten Fahrstil äußerte. Draco ertrug Ersteres und genoss Letzteres. Der gemietete Peugeot hatte auf Dracos ungeübtes Auge zunächst wie ein sehr behäbiger Wagen gewirkt, doch Granger erweckte eindeutig die Lebensgeister in ihm. Sie sausten problemlos durch den sich schlängelnden französischen Verkehr, bis Granger einen dreisten Herausforderer fand. Einen schwarzen Citroën, dessen größte Freude darin zu bestehen schien, ihr zuerst zu dicht aufzufahren, sie dann zu überholen und letztendlich direkt vor ihr wieder ziemlich provokant das Tempo zu verringern. Arschloch, befand Draco nach dem dritten Vorfall dieser Art. Natürlich ein Pariser, sagte Granger, die das Nummernschild betrachtet hatte, als würde dieser Umstand alles erklären. Es juckt mir in den Fingern, ihm eine Reifenpanne zu verpassen, krummelte Draco und wirbelte seinen Zauberstab demonstrativ zwischen den Fingern. Das wäre nicht besonders sportlich, merkte Granger an. Die Straße wurde wieder gerade, sodass sie den Citroën überholen konnte. Sie betätigte den Schaltknüppel. Halt dich fest! Der Motor des Peugeots gab ein erschrockenes, protestierendes Heulen von sich, als Granger das Gaspedal durchtrat. Das Auto reagierte mit einem erstaunlichen Geschwindigkeitsschub. Draco kam es so vor, als würden sein Kopf und sein Körper von den G-Kräften in den Sitz gedrückt werden. Ein entzückendes Gefühl, das ihm fast ein albernes Jauchzen entlockt hätte. Ihr Kleinwagen jagte mit quietschenden Reifen an dem Citroën vorbei. »Hau rein, du Penner!« rief Draco und zeigte dem Fahrer des anderen Wagens den Mittelfinger, während sie ihn überholten. Der Franzose erwiderte es mit einer vergleichbar freundlichen Geste. Als sie die Straße hinuntersausten, drehte Draco seinen Kopf zu Granger. »Ich hätte niemals gedacht, dass dieses Auto so einen Schwung haben könnte. Was hast du getankt? Aufpeppeltrank? Hey, Moment mal! Dein Zauberstab war im Spiel!« Granger ließ irgendwas zurück in ihre Tasche gleiten und machte ein unschuldiges Gesicht. »Was? Gar nicht!« »Und du hast mich unsportlich genannt.« »Ich habe nur für ein wenig Schub gesorgt«, erklärte Granger, während sie dem anderen Auto durch den Rückspiegel einen triumphierenden Blick zuwarf. Draco musterte sie ausgiebig. »Grangers Paradoxon.« »Wie bitte?« »Du bist ganz offensichtlich eine Geschwindigkeitsdämonin und dennoch verabscheust du das Fliegen.« »Ich bin keine Geschwindigkeitsdämonin«, spottete Granger. »Wenn überhaupt, dann bin ich lediglich ein wenig ungeduldig.« »Du fährst immerhin auch Ski, oder etwa nicht? Ist Skifahren nicht sogar eine Extremsportart? Schießt man auf den Dingern nicht mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit die Alpen hinunter?« »Naja, wenn man es so betrachtet...« »Von der Spitze eines Berges«, fuhr Draco kopfschüttelnd mit seiner Beweisführung fort. »Eines 1000 Meter hohen Berges, um genau zu sein. Besen bringen dich maximal 200 Meter nach oben.« »Es ist etwas ganz anderes, wenn man dabei nichts als Luft unter sich hat.« Es folgte eine ausführliche Streiterei. Die Landschaft um sie herum veränderte sich allmählich und die Olivenhaine wichen einem Wald. Sie nahmen eine Abzweigung zu einer kleinen Landstraße, folgten über einige Serpentinen in enge Schluchten und dann wieder die Berge hinauf. Sie durchquerten gesellige, mittelalterliche Dörfer und fuhren schließlich einen gewundenen Schotterweg hinunter, der sie in weite Ebenen voller duftender Lavendelfelder und letztendlich ans Meer brachte. Das Foto ist von Ki Bon Tan. »Oh, wie schön«, seufzte Granger in einem Moment der für sie ungewohnten Sanftheit. »Geradezu Balsam für die Seele«, erwiderte Draco mit genug Schärfe in der Stimme, um Zynismus anzudeuten und somit die Tatsache zu verbergen, dass er es eigentlich ernst meinte. Unter der gleißenden Nachmittagssonne kam das malerische Städtchen Saint-Maximin in Sicht. »Wir übernachten heute in einem Hotel«, informierte Granger ihn. »Die Wanderung und die, anderen Aktivitäten stehen erst morgen früh auf dem Programm.«
Draco spürte, dass sie ihm einen linkischen Seitenblick zuwarf und lüpfte fragend die Augenbrauen. »Was ist?« »Die schöneren Hotels waren alle ausgebucht, also mach dich nicht über die Qualität des unseren lustig. Es ist ein wenig in die Jahre gekommen. Aber das Restaurant soll sehr gut sein.« »Wird das Hotel von Ogern geführt?« »Natürlich nicht. Es ist eine Muggelstadt.« »Dann wird es schon in Ordnung sein.« »Du warst schon mal in einem Hotel, das von Ogern geführt wurde?« »Jep«, nickte Draco. »Bei einer Beschattung in Buddel. Was ich dabei glücklicherweise gelernt habe, ist ein anständiger Bettwarzen-Vernichtungszauber. Da wird es regeln, falls du heute Nacht davon aufwachen solltest, dass dir irgendetwas die Beine hochkrabbelt.« Granger erschauderte. Ihr Handy, das ihnen während der Fahrt als eine Art Live-Landkarte gedient hatte, vermeldete plötzlich lautstark, dass sich das Hotel Plaisance zu ihrer Rechten befand. Das Hotel wirkte tatsächlich alt und auch etwas heruntergekommen, aber die Lage war unbestritten wunderschön. Das Bild zeigt das Hotel Plaisance. Das kleine Foyer war sehr belebt. Alle Ankömmlinge wurden von einer schwerhörigen, alten Frau bedient, die sich dabei mit einer schneckenmäßigen Geschwindigkeit bewegte. Irgendwann waren sie allerdings doch an der Reihe, und die Frau gab ihnen den Schlüssel zu ihrem Zimmer und notierte ihre Namen im Zuge einer Tischreservierung für das Abendessen. Der winzige Raum, der ihnen zugewiesen worden war, beherbergte ein Bett von fragwürdiger Stabilität, einer einzelnen Lampe, ein zerknautschtes Sofa und ein nachträglich eingefügtes Badezimmer. In dem Zimmer lag ein vager, muffiger Geruch. Es roch ungefähr so, als hätte irgendjemandes Großtante eine beachtliche Menge Parfüm versprüht und wäre gleich danach auf dem Bett unter irgendwelchen traurigen Umständen verstorben. »Allerhöchster Komfort, Granger«, befand Draco ironisch, während sie ihre Bestandsaufnahme machten. »Vielleicht haben wir wenigstens mehr Blick«, murmelte Granger hoffnungsvoll und stieß die Fensterläden auf, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Das Bett quietschte, als Draco sich rücklings darauf warf. Dann sank die Matratze langsam zu Boden und erweckte damit unwillkürlich den Eindruck, das Bett würde, spätestens sobald Draco eingeschlafen war, unter seinem Gewicht vollständig zusammenbrechen. Granger musterte Draco, wie er dort so hockte, mit den Knien fast schon unter dem Kinn. »Das Bett gehört dir«, entschied sie mit einem Tonfall, der zweifellos großzügig klingen sollte. In Dracos Ohren klang es hingegen ziemlich gewieft. Sie hatte das Sofa im Auge. »Ich denke, aus dem hier kann ich etwas Brauchbares für mich zaubern.« »Etwas Brauchbares«, wiederholte Draco konsterniert, nachdem Granger eine komplexe, 10-minütige Verwandlungsübung durchgeführt und das Sofa in ein hübsches, bequemes, kleines Bett transformiert hatte, das in einem königlichen Burgunderrot erstrahlte. Granger ignorierte ihn geflissentlich. »Das sollte reichen«, keuchte sie, leicht atemlos von der magischen Anstrengung. »So, ich brauche eine Dusche. Wie sind deine Pläne für den heutigen Abend? Essen gibt's um 8.« »Ich erledige meinen Job«, sagte Draco, der bereits damit begonnen hatte, Schutzzauber auf das Fenster zu legen. »Ergo, ich gehe spazieren und schaue mich um. Wir treffen uns einfach 15 Minuten vor dem Essen wieder hier.« »In Ordnung«, nickte Granger. Sie hatte zwischenzeitlich eine Liste hervorgezogen. »Was ist das?« »Mein Programm für den Abend«, erwiderte Granger achselzuckend. »Du hast nur noch 3 Stunden«, erinnerte Draco sie schnaubend. Sogar von der anderen Seite des Raums konnte er erkennen, wie elendig lang ihre Liste war. »Ich weiß. Deswegen muss ich mich jetzt auch sputen. Es gibt hier so viele schöne kleine Museen und Buchläden zu entdecken. Und natürlich die Basilika selbst.« Granger kämpfte mit ihrem Gepäck, zog schließlich frische Kleidung hervor und schloss sich im Badezimmer ein. Draco ließ sie allein und stapfte durch die schmuddeligen Flure des Hotels, um seine Verteidigungszauber zu installieren. Glücklicherweise schienen keine Bösewichte vor Ort zu sein. Es waren ausschließlich Muggel anwesend. Grangers Plan verlief,
zumindest für diesen ersten Tag, reibungslos. Der morgige Tag würde natürlich eine ganz andere Nummer werden. Daher kehrte Draco in das Zimmer zurück, sobald er mit seiner Arbeit zufrieden war, um in dem dicken Wälzer, den er mitgebracht hatte, nach Schutzzaubern und ihren jeweiligen Entschärfungsmöglichkeiten zu stöbern. Granger war bereits gegangen. Umso besser. Somit hatte er noch ein wenig seine Ruhe, um sich das Material zu Gemüte zu führen. Er streifte seine Schuhe ab, streckte sich auf Grangers neuem Bett aus und ließ das Buch über seinen Kopf schweben, während er durch die Seiten blätterte. Beim Lesen fokussierte sich Draco auf diverse beliebte Abwehrtechniken des ganzen Kontinents, aber vor allem auf die Besonderheiten, die man bereits von magischen religiösen Orden kannte. Er hoffte, dass die Kapitel über die Verteidigungssysteme der Zisterzienser und Dominikanermönche sich am kommenden Tag als nützlich erweisen würden, wenn er es mit den Schutzzaubern zu tun bekam, die von den Benediktinerinnen über ihre heißgeliebten Reliquien gelegt worden waren. Granger war, wie versprochen, pünktlich um 7:45 wieder zurück. Sie entdeckte ihn lesend und kam sofort neugierig angesaust. »Oh, was hast du da?« »Ich bereite mich vor«, informierte Draco sie. »Gib mir noch eine Minute. Ich habe gerade etwas Interessantes entdeckt.« Granger näherte sich dem Bett, um den Titel seines Buches zu lesen. Aus dem Augenwinkel bemerkte Draco, dass sie nun ein weißes, luftiges Sommerkleid trug. Ihr Haar war zu einem Zopf zusammengebunden, der sich jedoch allmählich auflöste. Sie roch nach frisch gebräunter Haut und nach etwas Süßem. Er holte tief Luft. Mandeln vielleicht? Tatsächlich kaute sie enthusiastisch auf irgendetwas. Draco streckte fordernd seine Hand aus, ohne dabei seinen konzentrierten Blick von den Buchseiten zu lösen. »Ich habe keine mehr«, behauptete Granger scheinheilig. Draco ließ das Buch ein Stück tiefer schweben, damit er ihr in die Augen sehen konnte. »Lügnerin!« Granger seufzte und zog schließlich eine knitterige Papiertüte hervor. »Dat fourrée à la pâte d'amande!« Draco schnappte sich die mit Marzipan gefüllte Dattel, die sie ihm hinhielt. Sie war exquisit. Machte Draco. »Gesegnet seien die Franzosen!« Er las noch einen kurzen Moment weiter, ließ sich dann aber erneut ablenken, denn Granger lungerte vor dem Bett herum und bedachte sein Buch mit eifersüchtigen Blicken. Draco ließ eben jenes wieder ein wenig tiefer schweben. »Ja, bitte!« »Darf ich einen Blick hineinwerfen?« fragte Granger und knabberte an ihrer Unterlippe. »Du kannst es nach dem Abendessen haben«, entschied Draco und ließ das Buch wieder über sein Gesicht schweben. Granger positionierte behutsam und möglichst unauffällig, guter Versuch in der Tat, das erste Knie auf dem Bett. »Kann ich dir irgendwie helfen?«, wollte Draco wissen, während er ihre Aktivität skeptisch beobachtete. »Rück mal ein Stück«, verlangte Granger. »Wir können gleichzeitig darin lesen.« »Nein, das können wir nicht, Granger. Sagen dir die Worte persönlicher Freiraum etwas?« schnaubte Draco und machte eine verscheuchende Handbewegung in ihre Richtung. »Das ist aber mein Bett«, erinnerte ihn Granger. Und zwar völlig zu Recht. Draco rutschte grummelnd ein Stück beiseite und es gab wirklich nicht viel Platz zum Rutschen. »Wir gehen doch sowieso gleich zum Abendessen.« »Aber du hast etwas Interessantes gefunden«, entgegnete Granger. Ihre Augen funkelten vor Neugier. Sie quetschte sich neben ihn auf das Bett. Das Buch schwebte nun über ihnen beiden. »Das ist...« begann Draco. »Sei still«, grätschte Granger dazwischen. »Ich lese.« Draco verfiel in ein entnervtes Schweigen. Granger las im Übrigen nicht. Sie verschlang die Worte geradezu. Ihre Lesegeschwindigkeit übertraf Dracos eigene um mindestens 50%, und dabei war er selbst schon ein recht zügiger Leser. Er blätterte allerdings nicht schneller weiter, nur um ihrem Tempo gerecht zu werden. Stattdessen hielt er ihr einen moralischen Vortrag darüber, wie wichtig es sei, Informationen richtig aufzunehmen und den Text zu genießen. Sie beantwortete es mit einem langen und dramatischen Seufzer. Als sie das tat, spürte Draco an seiner Seite, wie sich ihr Brustkorb hob und wieder senkte. Ihm wurde augenblicklich bewusst, dass Granger nun noch auf eine ganz andere Art präsent war als nur in dieser ungeduldigen, wissbegierigen Form, die er bereits von ihr gewohnt war. In der Konsequenz
war er augenblicklich hellwach und angespannt. Er hatte endlich gemerkt, dass er mit einer Frau in einem Bett lag. Nur, dass diese besagte Frau eben Hermine Granger war, seine Erzfeindin aus Kindheitstagen. Wäre er jemals verrückt genug gewesen, sich eine solche Szene auch nur gedanklich auszumalen, dann hätte er zumindest erwartet, so etwas wie Widerwillen oder einen Fluchtinstinkt zu verspüren. Das exakte Gegenteil war allerdings der Fall. Sie war einfach angenehm warm und duftete nach Sonne und Mandeln. Ihr Haar berührte seinen Hals und es fühlte sich vertraut und fremd zugleich an. Er war plötzlich wie gelähmt und versuchte bloß nicht zu atmen oder sich gar zu bewegen, da er fürchtete, sie versehentlich zu sehr zu berühren und damit zu verschrecken. Aus irgendeinem Grund wollte er Letzteres tunlichst vermeiden. Er blätterte die Seite um, ohne zu wissen, was er überhaupt gelesen hatte. Seine Augen wanderten immer wieder von dem Buch zu ihren Beinen. Sie hatte sie aufgestellt und ein Bein lässig über dem anderen gekreuzt. Ihr Kleid war ein wenig ihre Oberschenkel hochgerutscht, verdeckte aber weiterhin alles, was in irgendeiner Art und Weise interessant gewesen wäre. Nein, daran war wirklich nichts unanständig. Und doch fühlte es sich verboten und aufregend an, Grangers Beine aus dieser Nähe zu betrachten. Bevor sie sich zu ihm auf das Bett gemogelt hatte, war sie aus ihren Sandalen geschlüpft. Jetzt konnte er die zarte Wölbung ihres nackten Fußes sehen. Sie hatte leichte Abmalungen an den Stellen, wo die Sonne ihre Haut um die Riemchen herum geküsst hatte, und ihre Zehennägel waren rosa lackiert. Der zarte Fuß begann ungeduldig auf- und ab zu wippen. »Du liest absichtlich langsam, um mich zu ärgern«, mutmaßte Granger. Draco richtete seine Augen rasch wieder auf den Text. »Nein, ich bin lediglich aufmerksam.« Granger schnippte mit ihrem Zauberstab, um sich die Zeit anzeigen zu lassen. Es war Punkt 8. »Oh, wir müssen gehen.« Sie hüpfte vom Bett und zog ihre Sandalen wieder an. »Dieser Alarmzauber von Kalle Ruega klingt schrecklich empfindlich. Denkst du, die Schwestern benutzen so etwas?« »Vielleicht«, sagte Draco. Er stellte fest, dass sein Gehirn in Zeitlupe arbeitete. Es kämpfte immer noch mit dem Anblick ihrer Oberschenkel und war noch nicht wieder in der Gegenwart angekommen. »Falls die Verteidigungszauber in dem Kloster wirklich so haarsträubend sind, wie dein Buch suggeriert, müssen wir morgen sehr vorsichtig sein.« Granger flocht ihren Zopf neu. Ein leichter Hauch von dem Duft ihres Shampoos wehte Draco entgegen. Das ließ ihn aus seiner Trance erwachen, denn es gefiel ihm. Sie sprach immer noch über das Kapitel, das sie gerade gelesen hatten, und löcherte Draco diesbezüglich mit Fragen. Ob er das Gefühl habe, dass er sich besser vorbereiten müsse. Ob sie den Plan noch einmal durchgehen sollten und, falls ja, welche Teile man ändern könne. Ob er der Meinung war, dass sie im Kloster eine Krankheit vortäuschen solle, um die Schwestern abzulenken und Draco somit mehr Zeit zu verschaffen, während er allein in die Gruft ginge. Aber nein. Er kenne die Pläne des Klosters nicht so gut wie sie. Immerhin habe sie Wochen gebraucht, um sich die Vielzahl an labyrinthischen Gängen einzuprägen, und so weiter und so weiter. Ihr Geplapper war ausgezeichnet, denn es verschaffte Draco ein wenig Zeit, um sich wieder zu sammeln. Was zum Teufel war los mit ihm? Er betrat das Badezimmer, um sich kaltes Wasser ins Gesicht zu spritzen und damit hoffentlich wieder zu Verstand zu kommen. Dann machten sie sich auf den Weg nach unten zum Abendessen. Das Restaurant war rappelvoll. Es war eine hübsche Anlage im Freien auf einem langen Kai, der sich bis ins Meer erstreckte und mit so vielen Tischen wie irgend möglich vollgestopft war. Draco und Granger schlängelten sich durch die anderen Gäste zu einem Tisch für zwei Personen, ganz am Ende des Stegs. Da Hochsommer war, stand die Sonne zu dieser späten Stunde immer noch weit über dem Horizont und tauchte das Meer in Gold und Orange. Es war ein absolut herrlicher Juniabend. Eine sanfte Brise spielte mit ihren Haaren, die Wellen plätscherten musikalisch gegen den Rand des Kais und die Seevögel zogen ihre Kreise darüber. Wie sich herausstellte, hatte die schwerhörige alte Dame, die ihre Reservierung entgegengenommen hatte, ihren Namen recht kreativ interpretiert. Ein schieferfarbenes, kleines Schildchen zeugte nun davon,
dass der Tisch für Hormen und Treck reserviert war. Als ein ernster Kellner an ihrem Tisch erschien, um die Kerzen anzuzünden, presste Granger ihre Lippen fest aufeinander. Draco verspürte ebenfalls ein unangenehmes Brodeln der unterdrückten Heiterkeit in ihrer Brust. »Monsieur, die Weinkarte«, verkündete der Kellner und reichte Draco eben jene. »Merci«, erwiderte Draco. Der Kellner empfahl den Rotwein und Draco willigte ein, ohne viel darüber nachzudenken, denn er musste sich mit aller Macht darauf konzentrieren, nicht in schallendes Gelächter auszubrechen. Grangers Augen huschten zurück zu dem Schild. Sie stieß ein unvermitteltes Gurgeln aus, das sie rasch in ein Husten verwandelte. Der Kellner trug das Abendmenü vor. Granger nickte eine Art Zustimmung zu der gebutterten Seezunge, während Draco ein »Ja« für das Filet Mignon hervorkrächzte. Granger biss sich auf einen ihrer Knöchel und Draco konnte deutlich hören, dass sie tief durchatmete. Schließlich verschwand der Kellner endlich. Granger brach umgehend auf dem Tisch zusammen. »Dreck«, keuchte sie und schnappte nach Luft. »Hormen«, schnaubte Draco lachend. Granger kringelte und wand sich vor unterdrücktem Gelächter. Ihre Schultern bebten. Draco fiel ebenfalls in seinem eigenen Stuhl zurück und prustete seine gesamte Erheiterung heraus. »Mein Gott«, hauchte Granger. »Oh mein Gott, warum? Warum?« Draco versuchte, sich zusammenzureißen, doch dann sah er aus Versehen wieder auf das Schildchen und das Wort »Dreck« sprang ihm in seiner wunderschönen filigranen Schrift entgegen. Er musste sich eine Serviette vors Gesicht halten, um nicht auch noch den letzten Rest seiner Würde zu verlieren. Granger holte tief Luft. »Welchen Wein hast du für uns bestellt? Dreck!« Ihre Stimme wurde immer höher und letztendlich konnte sie den Satz dank ihres kreischenden Gekichers nicht beenden. Einige der Muggel, die an den Nachbartischen saßen, wandten ihr irritiert die Köpfe zu. Sie verbarg das Gesicht in ihren Händen. »Die werden denken, dass wir schon besoffen sind und uns deswegen noch rauswerfen«, prophezeite Draco, richtete sich tapfer auf und gab sich Mühe, die Kontrolle zurückzugewinnen. »Okay«, Granger atmete tief durch, während sie sich weiterhin die Hände vors Gesicht presste. »Versteck dieses Schild. Ich kann es nicht noch einmal ansehen. Ich werde sterben.« Draco drehte das Schild herum, sodass ihre Namen nun der Tischdecke zugewandt werden. »Fertig. Sag es nicht«, keuchte Granger. Der Kellner kam mit Brot, Butter und Wein zurück. »Merci«, sagte Granger artig und wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. Was Draco betraf, so konnte er seine Wangen kaum noch spüren. Er bedeutete dem Kellner, die Weinflasche auf dem Tisch stehen zu lassen. Nach ein paar weiteren Atemzügen hatten sie ihre jeweilige Selbstbeherrschung wiedererlangt, zumindest überwiegend. Granger vermied es allerdings weiterhin konsequent, auch nur in die Nähe des Schildchens zu schauen. Das Meer streichelte die felsigen Ränder des Kais unter ihnen. Die Gäste schwatzten, die Möwen schrien heiser und die Sonne sank allmählich tiefer. Das Brot wurde geteilt und mit Butter bestrichen und Draco goss ihnen Wein ein. »Cheers«, Granger lächelte. »Auf unseren morgigen Erfolg«, erwiderte Draco und stieß mit ihr an. Bei seinen Worten verschwand die letzte Spur der vorherigen Belustigung aus Grangers Gesicht. Sie wurde wieder ernst. Draco musterte sie eindringlich. Dann legte er unauffällig einen Stillzauber über ihren Tisch. »Du bist nervös.« »Ja«, gab Granger zu. Ihre Mundwinkel kräuselten sich. »Es kann wirklich eine Menge schiefgehen und mir macht das eine Heidenangst, wenn ich ehrlich sein soll. Ich habe seit weit über einem Jahrzehnt nichts Vergleichbares mehr getan. Ich bin jetzt eine gesetzestreue Bürgerin, weißt du?« »Meistens.« Draco fielen spontan mindestens 20 Gesetze ein, die Granger gebrochen hatte, seitdem er ihr im Januar zugeteilt worden war. »Ja, meistens«, räumte Granger ein. »Morgen wird alles nach Plan laufen. Und falls nicht, dann zündest du den ganzen Laden einfach an und wir stehlen einen besseren Schädel.« Ein amüsiertes Schnauben entfuhr Granger angesichts dieser unbekümmerten Einstellung. »Du machst dir tatsächlich nicht die geringsten Sorgen, oder?« »Ich kann dir versprechen,
dass ich schon auf Missionen unterwegs war, die deutlich nervenaufreibender waren, als eine Horde Nonnen es hier sein könnte, erklärte Draco nonchalant. Ist das so? Natürlich. Erzähl mir davon. Also berichtete Draco ihr davon. Er erzählte zwei oder drei seiner Lieblingsgeschichten, die selbstverständlich seine eigenen Heldentaten und seinen scharfen Verstand hervorhoben. Granger war jedoch nicht das von seinen Worten gefesselte, wimpernklimpernde Publikum, mit dem er diese Geschichten für gewöhnlich teilte. Sie war analytisch, neugierig und stellte eindringliche Fragen an den richtigen Stellen. Warum habe er die Sirenen nicht zuerst zum Schweigen gebracht? Der Messerkampf sei eindeutig eine spannende Anekdote, aber weshalb habe er sich überhaupt entwaffnen lassen? Warum enthalte sein Notfallset keine blutbildenden Tränke? Ob es nicht klüger sei, allen Auroren ein Grundwissen über die Eigenschaften von Eisenhut zu vermitteln? Und warum habe er kein Nervengift gegen den Troll eingesetzt? Ja, warum hatte er das eigentlich nicht? Draco parierte, konterte, rechtfertigte und verteidigte sich, bis Granger endlich zufrieden war. Nach ihrem Verhör war er ziemlich erschöpft und durstig. Daher goss er sich ein weiteres Glas Wein ein. Seinen Geschichten folgten normalerweise Lob, faszinierte Blicke und ausgiebige Schwärmereien über seine Tapferkeit und Klugheit. Aber von Granger keine Chance. Wenigstens einer von uns ist zuversichtlich. Immer noch besser als keiner, war ihre einzige Schlussbemerkung. Sie trank ihren Wein aus. Draco bot an, ihr nachzuschenken, und sie willigte mit der Anmerkung ein, dass sie es zur emotionalen Unterstützung gut gebrauchen könnte. Der Kellner erschien mit ihren Bestellungen. Es war auch höchste Zeit. Draco war nahezu ausgehungert. Die Snacks im Auto und die einzelne gefüllte Dattel, die sie ihm überlassen hatte, erschienen ihm bereits sehr weit weg. Granger wünschte ihm einen guten Appetit und Draco erwiderte es. Er aß sein Filet Mignon mit Begeisterung. Granger hingegen stocherte abwesend auf ihrem Teller herum und ließ ihren nachdenklichen Blick über den Küstenstreifen schweifen. Nach 5 Minuten verlor Draco die Geduld mit ihr. Er klopfte mit seinem Messer auf ihren Teller. Erst essen, dann nachdenken. Granger blinzelte. Dann deutete sie auf einen Punkt hinter ihm. Ich glaube, ich kann das Kloster von hier sehen. Draco wandte sich auf seinem Stuhl um und entdeckte einen sandgrauen Felsenvorsprung weit über der Baumgrenze, der über einer entfernten Klippe hervorragte. Meine Fresse, das ist aber ziemlich weit oben, oder? Es ist ein fast 2-stündiger Aufstieg. Na dann iss. Falls du morgen schlapp machst, müssen wir nämlich leider dort hochfliegen. Die Drohung war ausreichend. Granger wandte sich endlich ihrem Essen zu. Dracos Schreiber summte in seiner Hosentasche. Meine Mutter, informierte er sie, während er eine Antwort verfasste. Sie will wissen, ob ich gut angekommen bin. Weiß sie, dass du mit mir hier bist? Fragte Granger alarmiert. Nein, erwiderte Draco. Nur, dass ich etwas für das Ministerium erledige. Gut. Granger nippte an ihrem Wein. Draco verschickte seine Antwort, in der er seiner Mutter versicherte, dass alles in Ordnung war und ihn bisher noch keine französischen Banditen überfallen hatten. Granger verputzte den Rest ihrer Seezunge. Sie tat sich schwer damit, einen neutralen Gesichtsausdruck beizubehalten. Immer wieder glitt ein amüsierter Ausdruck über ihre Züge. Was ist denn? Fragte Draco entnervt. Oh, nichts. Granger tat so, als wäre sie auf ein Stück Karotte fokussiert und schob es mit der Gabel auf ihrem Teller hin und her. Mir war nicht klar, dass deine Mutter einen Schreiber besitzt. Eigentlich hatte sie auch keinen. Ich habe sie erst letzte Woche davon überzeugen können, sich einen zu kaufen, weil die Eulenpost nach Frankreich ziemlich lange braucht. Granger blickte äußerst überrascht auf. Sie versuchte zwar, ihr Interesse zu verbergen, scheiterte allerdings kläglich daran. Ach ja? Und? Mag sie ihren Schreiber? Ja, tut sie. Warum interessiert dich das? Nicht der Rede wert, murmelte Granger und stellte dabei einen intensiven Blickkontakt mit Dracos Kinn her. War das wirklich dein bester Versuch? Stichelte Draco angesichts ihres jämmerlichen Versagens bezüglich des Vertuschens einer Lüge. Granger bot ihm, in einer Geste der ziemlich offensichtlichen Ablenkung, noch mehr Wein an, was Draco wiederum dazu brachte, erst recht nicht locker zu lassen.
Den Wein nahm er natürlich trotzdem. Granger. Ja? Sag es mir. Wir sollten unsere Pläne für morgen einmal durchgehen, schlug Granger vor, um sich vor dem Thema zu drücken. Wir sind es bis zum Erbrechen durchgegangen. Was hat es mit den Schreibern auf sich? Granger begann wieder damit, ihre Karotte auf dem Teller von links nach rechts zu schieben. Draco streckte den Arm aus und blockierte ihre Gabel mit seinem Messer. Hör auf, in deiner verdammten Hülsenfrucht herumzustochern und antworte mir. Karotten sind keine Hülsenfrüchte, klugscheißerte Granger. Angesichts von Dracos finsterem Blick fügte sie jedoch hinzu, es ist absolut nichts. Ich dachte einfach, deine Mutter wäre ziemlich traditionell. Dementsprechend war ich ein wenig überrascht, dass sie sich überhaupt dazu hat überreden lassen, einen Schreiber auszuprobieren. Das ist alles. Das ist definitiv nicht alles, stellte Draco fest. Granger tippte mit ihrer Gabel auf Dracos Messer. Eine unausgesprochene Bitte, es von ihrem Teller zu entfernen. Er ließ das Messer, wo es war. Granger seufzte. Du bist wirklich absolut unerbittlich. Weißt du das eigentlich? Ja, jetzt spuck's aus. Hast du gerade ernsthaft meine Karotte geklaut? Draco kaute. Ja. Wow. Du hast sie nicht gegessen, sondern sie lediglich mit deinem kleinen lustigen Gabelkarussell fahren lassen. Jetzt sag es mir endlich. Granger lehnte sich mit einem resignierten Seufzen auf ihrem Stuhl zurück. Ich dachte, du hättest es schon längst kapiert. Was kapiert? Granger hielt inne, als wolle sie sich sammeln. Dann fragte sie, weißt du, wer die Schmatterschreiber erfunden hat? Waren es nicht die Weasley-Zwillinge? Nein, sie haben lediglich die Erfinderin bei der Massenproduktion und der Vermarktung unterstützt. Draco dämmerte augenblicklich eine unglaubliche Erkenntnis. Die Hexe ihm gegenüber unterdrückte nun ein Grinsen. »Du bist die Erfinderin der verdammten Schreiber?« »Ja«, offenbarte Granger. »Nein.« »Doch.« »Nein.« »Doch.« Granger sah schrecklich amüsiert aus. »Erklär das«, verlangte Draco. Granger nahm eine Pose ein, die Draco nur als professorinnenhaft hätte beschreiben können. Sie schlug die Beine elegant übereinander und hielt ihre Gabel hoch, als würde sie auf eine unsichtbare Tafel zeigen. Unmittelbare Kommunikationssysteme haben in der nichtmagischen Welt schon vor etwa 10 Jahren ziemlich an Fahrt aufgenommen. Klar, die Muggel hatten mit dem Telefon schon während des gesamten 20. Jahrhunderts einen Vorteil gegenüber der Zauberer. Aber als E-Mails, SMS und später auch Instant Messenger Einzug erhielten, wirkten die Kommunikationsmethoden der Zauberer im Vergleich dazu nicht nur altmodisch, sondern geradezu archaisch. Ich habe bereits auf Hogwarts mit rudimentären, magischen Kommunikationsmethoden experimentiert, in Form von Galeonen, versehen mit einem kleinen, feinen Proteus als Hilfsmittel während des Krieges. Doch mir war klar, dass es eine elegantere Lösung geben musste. Etwas, das das haptische Gefühl von Pergament oder einem Notizbuch beibehalten, aber trotzdem schneller sein würde als die Eulenpost. An dieser Stelle wurde Granger von dem Kellner unterbrochen, der ihre leeren Teller abräumte. Sie akzeptierte die Dessertkarte und fuhr dann fort. Ich liebe Eulen, wirklich. Ich finde sie urig und süß, aber sie sind unglaublich langsam. Guck nicht so böse, sie sind langsam. Du hast es vorhin selbst gesagt. Wie dem auch sei, das Flohnetzwerk ist auch nur dann praktisch, wenn man sich gerade in der Nähe eines angeschlossenen Kamins befindet. Ich habe die Schreiber nicht erschaffen, um diese traditionellen Kommunikationsmittel zu ersetzen, sondern lediglich, um sie zu ergänzen. Ich liebe es, einen guten Brief zu schreiben, glaub mir. Ich hätte auch nie erwartet, dass sie sich einer solch großen Beliebtheit erfreuen würden, wie es im Endeffekt der Fall war. Die Zwillinge haben mir geholfen, sie auf den Markt zu bringen, und sie erhalten dafür einen Teil des Gewinns. Draco bemühte sich um einen absolut neutralen Gesichtsausdruck, denn die Alternative wäre lediglich ein klubschäugiges Starren gewesen. Wie er nun feststellen musste, war diese Frau nicht nur unglaublich intelligent, sondern verdiente sich daran auch noch eine goldene Nase. Jede Hexe und jeder Zauberer besaß heutzutage einen gottverdammten Schreiber. Sogar seine eigene Mutter hatte nun einen Schreiber, der sich, dem Summen in seiner Tasche nach zu urteilen, bereits bezahlt machte. Granger musste geradezu in Galeonen schwimmen. Kein Wunder, dass sie einen Sack Gold an eine Sabberhexe überreichte,
ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. So finanzierst du also dein verdammtes Projekt, kombinierte er schließlich. Unter anderem. Ich habe lange genug unter der Tyrannei irgendwelcher Kreditinstitute gelitten, um diese Unabhängigkeit jetzt wertzuschätzen. Aber alle denken, die Weasley-Zwillinge hätten die Schreiber erfunden. Warum heimst du die Lorbeer nicht selbst ein? Die Schreiber sind revolutionär. Das sind sie überhaupt nicht. Granger setzte eine bescheidene Miene auf. Die äquivalenten Geräte der Muggel sind so viel fortschrittlicher als die Schreiber. Sie können sich gegenseitig Fotos, Videos und alle möglichen anderen Arten von Daten schicken. Sie können Live-Telefonate mit Hunderten von Teilnehmern gleichzeitig führen. Im Gegensatz dazu sind die Schreiber rudimentär. Eine Verbesserung, ja, aber immer noch simpel. Hier zuckte Granger mit den Schultern. Die Messlatte war also ziemlich niedrig. Und was die Lorbeeren betrifft, meine Zeit im Rampenlicht der magischen Welt ist längst vorbei. Ich habe es nicht wegen des Ruhms getan, sondern einfach, weil ich ein Problem entdeckt habe und das lösen konnte. Und darum geht es auch in deinem Projekt, schlussfolgerte Draco. Um ein Problem, das du lösen willst? Exakt. Granger schenkte ihm einen ernsten Blick. Ich brauche dir wohl nicht zu sagen, dass es mir lieber wäre, wenn die Wahrheit über die Schreiber unser kleines Geheimnis bleibt. Ich habe es dir nur verraten, weil du so furchtbar hartnäckig warst. Draco beäugte sie abschätzend. Du bist ein Magnat, wenn nicht sogar ein Tycoon. Granger stieß ein Lachen aus, doch es klang verbittert. Sicherlich nicht. Die Entwicklung neuer medizinischer Therapien ist furchtbar teuer. Ist sie das? Ja. Granger zählte die Kostenfaktoren so lange an ihren Fingern auf, bis ihr diese letztendlich ausgingen. Materialien, Räumlichkeiten, Laborpersonal, medizinische Leiter, juristisches Personal, Protokollschreiber, Datenwissenschaftler, Statiker, die obligatorischen Tests betreffend der Sicherheit und der Wirksamkeit sind natürlich ebenfalls teuer und hiervon gibt es einige. Pharmakokinetische Studien, vorklinische, toxikologische und bioanalytische Tests sowie die klinischen Studien selbst. Und erst die finanziellen Mittel, die man aufbringen muss, um allen Anforderungen der Behörde gerecht zu werden. Der Geschäftsleitung, der Prüfstelle für Laborpraxis, der globalen Beratungsstelle, der Forschungsvereinigung für moderne Geisteswissenschaften und dem Amt für Beihilfe zum Bildungsunterhalt. Da geht atemberaubend viel Geld flöten. Oh, machte Draco, dessen Augen ziemlich glasig geworden waren, während sie gesprochen hatte. Granger rutschte unzufrieden auf ihrem Stuhl hin und her. Mein Projekt beinhaltet komplexe biologische Präparate, die kommerziell unattraktiv und außerdem für die monumental idiotischen Zauberer, die leider den nationalen Geldbeutel für die magische Forschung in der Hand halten, nahezu unverständlich sind. Ich bin also eine absolute Einzelkämpferin. Mein Projekt läuft auf eigene Faust und befindet sich, ehrlich gesagt, noch in einem ziemlich embryonalen Stadium. Ich betreibe immer noch In-vitro-Forschung und versuche damit zu bestätigen, dass mein Ziel überhaupt von einer exogenen Verbindung beeinflusst werden kann. Geld allein löst leider nicht alle Probleme. Der Kellner kehrte zurück, um ihre Dessertbestellung entgegenzunehmen. Granger zuckte zusammen und murmelte eine rasche Entschuldigung, da sie vergessen hatte, die Speisekarte anzusehen, während sie über ihre Forschung gesprochen hatte. Sie wählte spontan die Creme Karamell. Zwischenzeitlich kämpfte Draco damit, das eindeutig paradoxe Phänomen Granger zu verstehen. Sie hätte reich sein können, und zwar stinkreich. Und doch hatte sie sich dazu entschieden, ihr gesamtes Geld in ihre Forschung zu investieren, anstatt ein Leben voller Freizeit zu genießen. Sie arbeitete locker für 12 Hexen. Sie hätte ihr eigenes Landhaus haben können, doch sie lebte in einem kleinen Cottage am Stadtrand von Cambridge. Sie hätte einen ganzen Stab Hauselfen beschäftigen können, aber alles, was sie besaß, waren ein grimmiger Kater und ein paar eklige Dosen Thunfisch in ihrem Küchenschrank. Es ergab schlichtweg keinen Sinn. Aber wiederum irgendwie doch, stellte Draco verwirrt fest, während er darüber nachgrübelte, was er über die Hexe auf der anderen Tischseite mittlerweile wusste. Sie war zu getrieben, um ihr ganzes Leben an irgendwelche lächerlichen Hobbys zu verschwenden. Sie war zu geerdet für die extravagant große Häuser und Hauselfen, die ihr alles abnahmen. Sie war zu sehr eine Weltverbesserin, um mit diesem Geld noch etwas anderes anzustellen,
als ausschließlich Gutes zu bewirken. Es war von vorne bis hinten lobenswert. Schrecklich, wirklich. Granger räusperte sich. Draco wurde bewusst, dass er sie die gesamte Zeit über angestarrt haben musste, während der Kellner auf seine Antwort wartete. »Monsieur's Dessert, Val?« »Dasselbe, was sie nimmt«, erwiderte Draco schnell. »Une crème caramel pour Monsieur Dreck«, wiederholte der Kellner und notierte diese kostbare Information sorgfältig auf seinem Notizbuch. Granchers Augen trafen Dracos. Sie presste sich eine Hand auf den Mund. Der Kellner wandte sich ab. Granger stieß ein leises Klucksen aus, kämpfte allerdings sichtlich darum, es zu kontrollieren, holte schließlich tief Luft und wurde dann wieder still. »Hormon«, raunte Draco mit zuckenden Mundwinkeln. Granger brach in einem erneuten Anfall unkontrollierten Kicherns auf dem Tisch zusammen. »Ich habe dir gesagt, du sollst es nicht aussprechen«, keuchte sie verzweifelt und rappelte sich wieder auf, um nach Luft zu schnappen. »Es geht mit einer gewissen Befriedigung einher, dafür verantwortlich zu sein, dass du vollständig die Fassung verlierst.« Granger schniefte und tupfte sich mit einer Serviette über die Wimpern. »Das passiert tatsächlich nur ziemlich selten und ich hoffe, du weißt das zu schätzen.« »Das tue ich«, entgegnete Draco. Und das tat er wirklich. Grangers dunkle Augen strahlten dank des ganzen Gelächters. Ihre Wangen waren rosa und die Lippen vom Rotwein leicht dunkelrot verfärbt. Ihr locker geflochtenes Haar fiel bis zu ihrer Hüfte und bildete einen dunklen Kontrast auf ihrem weißen Sommerkleid. Sie hatte die Beine unter sich gezogen und wirkte dabei zierlich, zerbrechlich und klein genug, um perfekt auf den Schoß eines Mannes zu passen. Wenn denn besagter Mann über solche Dinge nachdenken würde. Und das tat Draco ganz sicher nicht. Und das Kerzenlicht liebte sie. Es küsste sie auf die Stirn und flackerte mit warmen Berührungen über ihre Schlüsselbeine. Es tanzte in ihren leuchtenden Augen. Die Wirkung war bezaubernd. Draco versank, ohne es zu wissen, in einem Zustand der sanften Faszination. Irgendwo in der Nähe des Hotels erklang die Musik eines Akkordeons und erfüllte die Luft mit Romantik. »Monsieur, Ihre Crème Caramel!« Die Rückkehr in die Realität war erschütternd. »Merci«, erwiderte Draco leise, anstatt »Zum Teufel mit der verdammten Crème Caramel!« zu schnauben, so wie er es in Wahrheit gerne getan hätte. Granger aß ihren Nachtisch und war sich, den Göttern sei Dank, Dracos Gedanken nicht bewusst. Er beschloss, dem Wein die Schuld dafür zu geben, dass er am heutigen Abend zu einem dermaßen dämlichen, anhimmelnden Schwachkopf mutiert war. Dem Wein und seinen kürzlich recht rar gewordenen sexuellen Aktivitäten. Andernfalls würde er wohl kaum ausgerechnet Granger anschmachten und dabei irgendwelchen Tagträumen nachhängen, in denen sie die Hauptrolle spielte. Eventuell hätte es geholfen, wenn sie nicht so aussehen würde wie eine wunderschöne griechische Triade, die kurz davor war, sich dem Gefolge der Göttin Artemis anzuschließen. Und seit wann war Granger in seinen Augen eigentlich schön? Was für eine verdammt beunruhigende Entwicklung. »Geht es dir gut?« fragte Granger, der sein seltsames Mienenspiel aufgefallen sein musste. »Wieso?« gab Draco schnell zurück und fügte der Silbe ein wenig Verärgerung hinzu, um absolut normal zu klingen. »Du hast deinen Nachtisch kaum angerührt«, merkte Granger an und deutete mit ihrem Löffel auf Dracos Crème Caramel. »Eher untypisch für dich.« In Wahrheit geschahen gerade ein paar andere Dinge, die eher untypisch für ihn waren, aber wenn diese Tatsache die einzige war, die Granger seltsam vorkam, dann war das für Draco in Ordnung. »Ich genieße sie eben«, rechtfertigte sich Draco. Er schob sich den Löffel betont langsam in den Mund, um es ihr zu demonstrieren. Grangers rechte Augenbraue zuckte. »Hör auf damit!« »Womit soll ich aufhören?« Draco gab sich verständnislos. »Unanständige Dinge mit deinem Löffel zu treiben!« »Ich benutze den Löffel ganz normal. Alles andere ist ein Hirngespinst deinerseits.« Granger sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Draco legte seine Lippen langsam um die Löffelspitze und hielt dabei einen ziemlich anstößigen Blickkontakt aufrecht. Granger schlug die Augenlider nieder. »Jetzt isst du deine ja gar nicht mehr«,
stellte Draco fest. Mir ist ziemlich der Appetit vergangen, während ich dir beim Knutschen mit dem Besteck zusehen musste, schniefte Granger. Also isst du sie nicht auf? Nein. Willst du sie? Mir wäre es lieber, wenn du sie dir irgendwie reinstopfen würdest, damit du genug Kraft für unseren kleinen Ausflug hast. Falls wir die Nonnen morgen aus Versehen ein wenig wütend machen, dann wird es für uns auf jeden Fall anstrengend. Magietechnisch zumindest. Granger aß daraufhin tapfer ihre Creme Karamell, wenn auch nicht ganz so enthusiastisch wie zuvor. Draco beäugte sie mit einem kritischen Blick. Als sich ihre Wege im Januar zum ersten Mal gekreuzt hatten, war der Anblick ihrer Erschöpfung und ihres Untergewichts kaum zu ertragen gewesen. Es hatte ihr Gesicht ernst und hager wirken lassen. Nun hingegen machte sie einen besseren Eindruck. Zumindest ein bisschen. Sie war nicht mehr so knochig und ihre Wangen hatten mehr Farbe. Granger bedeutete dem Kellner, dass er die Rechnung bringen sollte. L'addition, s'il vous plaît. Als sie ihren Arm hob, bemerkte Draco, dass das Kleid ihre Unterarme nicht bedeckte, was nicht Grangers gewöhnlicher Klamottenwahl entsprach. Und jetzt, gerade weil es eigentlich nicht seine Aufmerksamkeit erregen sollte, fiel es ihm auf. Da lag ein Klimmerzauber auf ihrem linken Unterarm. Er wandte seinen Blick zum Nachbartisch, sodass Granger samt ihres Arms in sein peripheres Sichtfeld rutschte. Und nun war er sicher, dass er richtig gesehen hatte. Der Zauber sorgte für einen verschwommenen Fleck auf ihrer Haut. Als er begriff, was dieser Zauber verdeckte, wurde ihm leicht übel. Die Erinnerungen an Bellatrix' gewalttätiges Werk auf Grangers Unterarm kehrte mit lebhaften Bildern zurück. Erinnerungen an Granger, die schlaff und erschöpft wie ein gejagtes Tier auf dem Boden des Salons im Manor lag. Erinnerungen an das Blut, das aus den frisch geritzten Buchstaben auf den Marmorboden tropfte. Seit diesem Tag hatte Draco das Wort Schlammblut nie wieder benutzt. In Anbetracht dieser Erkenntnis hatte Grangers Angewohnheit, lange Ärmel zu tragen, etwas schrecklich Trauriges an sich. Ebenso wie der diskrete Klimmerzauber, den sie gewirkt hatte, nur um einmal ein hübsches Kleid tragen zu können. Draco selbst verbarg seine persönliche Innenarmschande, die er seit dem Krieg sein eigen nennen durfte, ebenfalls vor der Welt. Aber er hatte angenommen, dass ausgerechnet Granger in der Lage dazu gewesen wäre, ihre eigene zu heilen. Doch ganz offensichtlich trug sie das Zeichen vom Bellatrix Messer bis zum heutigen Tag. Malfoy? Draco blinzelte. Du bist still geworden. Granger hatte die Rechnung mit Muggelgeld beglichen. Sie erhob sich von ihrem Stuhl. Draco stand ebenfalls auf. Ich denke nur an den morgigen Tag. Doch eigentlich dachte er an einen bestimmten Tag weit in der Vergangenheit, an dem die Hexe vor ihm in den Hallen seines eigenen Hauses verstümmelt worden war. Und sie trug immer noch die Narbe davon. Obwohl sie diese vor ihm und allen anderen erfolgreich verbarg, war sie immer noch da. Für sie stellte es eine tägliche, ewige Erinnerung an Grausamkeit und kranken Hass dar. Es erinnerte sie daran, wie nahe sie dem Tod gekommen war, wie nahe ihre Welt einem Punkt ohne Wiederkehr gewesen war. Er wollte etwas dazu sagen, einige Worte des Mitgefühls oder der Entschuldigung. Doch solche Worte fielen ihm grundsätzlich nicht leicht, und er konnte sich nicht vorstellen, dass ein solches Gespräch etwas anderes sein würde als schwierig und unangenehm. Während sie sich durch die Tische auf dem Kai schoben, kam Draco zu dem Schluss, dass es einfach nicht der richtige Moment dafür war. Als er aber beobachtete, wie der verschwommene Fleck auf Grangers Unterarm beim Gehen ihr Kleid streifte, beschloss er, dass es irgendwann einen Moment geben musste, an dem er die richtigen Worte finden würde. Nicht heute Abend, aber irgendwann. Die Sonne ging endlich unter, langsam und träge, und bereitete diesem wunderschönen Abend ein Ende. In weniger als 24 Stunden war Midsommer. Granger schaute wehmütig auf den felsigen Strand neben dem Kai. Irgendwo dort gibt es angeblich eine Markierung an der Stelle, wo die Magdalena zum ersten Mal einen Fuß auf französischen Boden gesetzt hat. Ich nehme an, das war ein Punkt auf deiner Sightseeing-Liste. Das war's, aber ich hatte nicht mehr genug Zeit. Dann lass uns gehen.
erwiderte Draco. Granger sah ihn überrascht an. »Du würdest mitkommen?« Draco vollführte sein lässigstes Achselzucken. »Ich habe Lust auf einen Spaziergang.« Grangers Überraschung verwandelte sich in eine vorsichtige Freude. »In Ordnung. Es dürfte nicht mehr als eine 15-minütige Wanderung in diese Richtung sein. So stand es jedenfalls im Reiseführer.« Sie kletterten und schlitterten über einige große Felsbrocken hinunter zum Strand, wo sie auf eine Art Küstenpfad stießen. Granger ging vor und wies Draco dabei auf diverse Merkmale von geologischem oder historischem Interesse hin. Als sie die seichte Bucht verließen, in die sich das Hotel schmiegte, und um die Landzunge herumwanderten, wurde die Aussicht immer dramatischer. Die Flut kam. Draco krempelte seine Hose und seine Hemdsärmel hoch, wobei er sicherstellte, dass sein eigener Klimmerzauber an Ort und Stelle war, band seine Schuhe zusammen und hängte sie sich über die Schulter. Granger hatte die Fingerspitzen in die Fersenriemchen ihrer Sandalen gehakt und schwang sie durch die Luft. Sie tapsten durch die mit Salzwasser gefüllten Felsenbecken, deren Temperatur der einer Badewanne gleichkam. Der Klang des Akkordeons auf dem Kai war verblasst. Jetzt lauschten sie nur noch dem Herzschlag der Wellen. Sie scheuchten einen Schwarm Seevögel auf, die nacheinander abhoben und mit rauschenden Flügelschlägen und viel Gekreische in den Himmel schossen. Es war ein verblüffend erhabener Moment, der Draco ein kleines Stück seiner Seele stahl. Granger sah mit einem leisen Seufzen dabei zu, wie die Vögel in das weite Blau eintauchten. Die Fingerspitzen ihrer freien Hand lagen auf ihrem Schlüsselbein und ihre Lippen waren leicht geöffnet. Granger hauchte, wunderschön. Und Draco sagte, ja. Aber sie sprachen nicht über dasselbe. Sie liefen weiter. Die Markierungen für den Ankunftspunkt der Magdalena war ein bescheidener Stein, der an der Spitze der Landzunge lag und halb vom Sand bedeckt war. Darum herum waren einige Schnittblumen und ein paar Kerzen verteilt, die in der Meeresbrise darum kämpfen mussten, nicht zu erlöschen. Granger versorgte Draco mit einer detailreichen Wiedergabe der Legende von der Vertreibung der Magdalena aus dem Heiligen Land und mit den Informationen darüber, welche Jünger sie damals bei sich gehabt und wann genau sie die Küste erreicht hatte. Draco kümmerte sich recht wenig darum, doch er war froh, einen Vorwand dafür zu haben, sie zu betrachten. Er sah zu, wie ihr Zopf im Wind hin und her wehte und ihr das Meerwasser über die nackten Beine perlte. Einmal verlor sie auf den glitschigen Felsen fast das Gleichgewicht und ihre Finger berührten seinen Arm. Sie verschwanden schnell wieder. Draco sagte, er vermute, dass es schlimmere Orte für eine Ankunft gäbe als die Provence. Granger erwiderte, sie sei derselben Meinung. Draco fragte sie, ob die Magdalena wohl mit Marzipan gefüllte Datteln gegessen habe, als sie hier gewesen war. Granger behauptete daraufhin, dass sie überhaupt erst diejenige gewesen sei, die das Rezept aus dem Heiligen Land mitgebracht hatte. Draco merkte an, dass es eine typisch französische Sache sei, den ganzen Ruhm für eine so erhabene kulinarische Kreation einzuheimsen. Granger stimmte ihm lächelnd zu. Dann verfielen sie in Schweigen, standen eine Weile dort, wo das Land auf das Meer traf, atmeten die süße Luft und ließen sich von der salzigen Brise kitzeln. Kleine Wellen versuchten, an ihren Knien zu nippen, bevor sie sich in Salzwasser zerstreuten. Draco fand einen Seestern. Granger war entzückt von seiner Entdeckung und hockte sich neben ihn, um das Meerestier zu betrachten. Sie fragte Draco, um welche Art Seestern es sich wohl handle, und Draco entgegnete, er habe keinen blassen Schimmer. Als es an der Zeit war, zurück zum Hotel zu gehen, kehrten sie schließlich um. Sie planschten durch die warmen Gezeitentümpel, während die Wellen schaumig ihre Knöchel umspielten. Ihre Hände berührten sich ein- oder zweimal und sie entschuldigten sich, traten voneinander weg und gingen rasch weiter. Doch dann berührten sich versehentlich ihre Ellenbogen, weil sie wieder zusammengedriftet waren. Die großen Felsbrocken in der Nähe des Kais bereiteten Granger auf dem Weg nach oben mehr Schwierigkeiten als auf dem Weg nach unten. Sie blieb unentschlossen stehen und griff nach ihrem Zauberstab. Doch es waren Muggel in der Nähe, und so wurde nichts aus ihrem Plan, die Felsen in eine Treppe zu verwandeln. Draco trat hinter sie, hob sie mit einer einzigen fließenden Bewegung hoch
und bekam als Dank für seine Mühen ein empörtes Kreischen auf die Ohren und ihren sandigen Kleidersaum direkt ins Gesicht. Ihre Taille fühlte sich zwischen seinen Händen schmal, fest und warm an. Er benötigte eigentlich keine Hilfe, um ihr nachzuklettern, akzeptierte aber trotzdem die kleine Hand, die sie ihm entgegenstreckte. Dann amüsierte er sich über die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihn nach oben zog. Sie schlenderten zurück zum Hotel. Die Sonne ergoss sich golden über den Horizont. Mit dieser Helligkeit im Rücken wirkte Granger, als würde sie nichts als Licht tragen. Und damit sind wir wieder am Ende des Kapitels angelangt und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie ich beim Vorlesen. Ich hoffe auch, die Qualität ist es nicht ganz so schlimm gewesen. Ich habe die Woche jetzt leider bei meinem Freund aufnehmen müssen, nachdem in meiner Wohnung, beziehungsweise in der Wohnung unter mir, mit einem Vorschlaghammer und mehreren Bohrhammern gearbeitet wurde und ich deswegen keinerlei Aufnahmen machen konnte und jetzt auch nur provisorisch alles aufnehmen konnte, damit ihr dieses Wochenende vielleicht noch ein neues Kapitel bekommt. Ich hoffe zumindest, das wird dieses Wochenende. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche und ich hoffe, wir hören uns nächstes Wochenende wieder, weil ich die Woche tatsächlich nicht bei meinem Freund sein kann, um alles aufzunehmen, wenn in der Wohnung unter mir jetzt irgendwas noch weiter gebohrt und gehämmert werden sollte. Und ja, entlasse euch jetzt und hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ganz liebe Grüße, eure Kauli.